So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Rush. Nachdem wir beim letzten Mal hier den Juggernaut besiegt haben, könnten wir jetzt hier weitermachen in den Bergen oder der Kalthauchmine in den Bergen. Ich will allerdings tatsächlich zuerst mal hier in den beiden Missionen noch die heldenhafte und die eiserne Mission abschließen. Ich habe tatsächlich offscreen meine Fähigkeiten ein bisschen neu konfiguriert. Einfach aufgrund der Tatsache, ja, das hier bringt mir nicht viel in den heldenhaften und eisernen Missionen, weil, hier steht's ja sehr schön, Verbesserungen sind bis Level 3 begrenzt. Das heißt, alles, was hierüber hinausgeht, kann nicht verwendet werden. Unter anderem dann halt auch das. Ja. Aber verschwenden wir nicht mal so viel Zeit mit erklären, sondern gehen einfach mal. Okay, was wir von dem Level hier wissen ist, hier kommen Spinnen und hier kommen jede Menge Banditen. Wie machen wir das am besten? Want some? Get some! Okay. Charge! Jetzt muss ich echt mal überlegen. Ich versuch's einfach mal. Born to be wild. Born to be das hier. Du gehst da runter. Ja, man kriegt ein Achievement dafür, dass man das hier ändert. Meine Güte. Okay. Falscher Knopf. Okay, er verursacht relativ viel hohen Schaden an diesen Banditen, das ist gut zu wissen. Aber leider priorisiert er das Falsche. By the light of the moon. So, machen wir erstmal das hier hoch. Das ist nämlich richtig wichtig. The world has changed. Okay, Might and Magic. Will ich hier noch einen Zauberer haben? Freedom! Ich muss echt so ein bisschen auf den da oben aufpassen. By the light of the moon. Ansonsten. Ja, genau, ansonsten passiert das. By the light of the moon. Nein. Nein! Och, meine Güte, was ist denn das? Verarschen kann ich mich selber spielen. Freedom! Okay, merke, das bringt nicht viel. For honor and glory! Los, komm, komm, komm. Ah, sehr schön, das hat gereicht. So, machen wir das mal auf den maximalen Level. So, die extra Gold nehme ich mit. So, dann geht ihr. So. Okay, sehr schön. Damit habe ich jetzt zumindest mal sehr starke Crowd Control. On you. Okay.
Und nicht zu verachten, Damage verursacht das ja tatsächlich auch. Sieht mir sehr schön an den kleinen Briganten. Nur der Marodeur hält halt einiges aus. Ach, jetzt konnte ich bei der Welle nicht sehen. Kommen jetzt schon die ersten Matriarchen? Da werden ja auf jeden Fall Matriarchen kommen. Ich glaube, das ist jetzt kein allzu großer Spoiler. Ja, da kommen sie schon. Sehr schön. Beziehungsweise absolut nicht schön. Aber was will man machen? So, schieß doch direkt weiter. Schieß bitte direkt einfach weiter, okay? Freedom! Okay, zumindest kommen jetzt nicht direkt weitere Matriarchen. Aber es wäre schon sinnvoll, wenn ich hier unten noch einen weiteren... Wie heißt der? Waldhüter unterschlüpf. Ah, komm schon. For honor and glory. So, bitte da oben nur sicher gehen, dass der nicht durchkommt. Okay. Charge! For honor and glory! Might and magic! Jetzt kümmern wir uns da drüben erstmal so ein bisschen um die Banditen. Die Spinne scheint dir ja einigermaßen im Griff zu haben. Zumindest so ein bisschen. Da. Verstärkung. Verstärkung. Oh, das sind die letzten. Sehr schön. By the light of the world is changed. So, ihr könnt dann da noch ein bisschen draufballern. Einfach um sicher zu gehen, dass der irgendwann auch tatsächlich stirbt. The world is changed. So, fahrt bitte richtig drauf. Und sehr schön, wir haben es tatsächlich geschafft. Okay. Gut, jetzt müssen wir natürlich noch unschönerweise die eiserne Herausforderung machen. Die wird noch schlimmer. Gar keine Kasernen. Eieiei, okay. Oh. Marodeure, Banditen und Briganten und hier natürlich die Riesenspinnen. Bullseye! Dodge this! Like a whisper. Born to be wild. I see born to be wild. Fangen wir doch mal damit an. Ich meine ja, der Poison Dot wird einigermaßen helfen. Freedom! Fully loaded! Ah!
war, glaube ich, keine gute Idee. Nein, 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 nein. So wird das nichts, so wird das nichts. Du musst dich auf jeden Fall da unten auf die konzentrieren. Hail to the King, baby! Dann brauchen wir hier noch einen Zauberer. I see dead people. Born to be wild. Born to be wild. So, das hier ist der wichtigste Knotenpunkt. An der Stelle brauche ich auf jeden Fall ein bisschen Unterstützung. So wird das nichts. So wird das definitiv nichts. Nee, 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 nee. Irgendwas muss ich anders machen. Born to be wild. I see dead people. Wenn ich damit anfange? Fully loaded. Like a whisper. Und die hier oben das hier geben? Ah, nein, 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 nein. Ich will ja schon weitermachen. Sag mir bitte, dass du dich im Notfall auf die Spinnen konzentrierst. Das nichts. By the light of the moon, the world is changed. By the light of the moon, I put a spell on you. The world is changed. Wenn ihr so steht. By the light the of world the moon is changed. By the light of the moon. Ich meine, ihr könnt natürlich auch bei den Spinnen helfen. Das ist natürlich. Es ließe sich versuchen. Like a charm. By the light of the moon. Okay. Jede Menge Micromanaging hier. So, ihr müsst auf jeden Fall auf Abstand bleiben, sonst wird das nichts. Ach, Mist, einer ist schon verreckt. Aber ihr macht einen ganz guten Job, das gefällt mir. Hail to the King, baby! Das läuft deutlich besser, als ich es erwartet hätte. I put a spell on you. Zeigt einfach nur mal wieder, dass diese Elfenbogenschützen tatsächlich ziemlich stark sind. Ah!
jetzt keine Spinnen mehr, oder? Doch, da unten sind noch welche, ich sehe sie doch. By the light of the moon, the world has changed. Freedom! Might and magic. Like a charm. Okay. Also wenn es das jetzt tatsächlich schon war, dann bin ich leicht enttäuscht, dass die Lösung so einfach war. Aber froh, dass wir es rausgefunden haben. Es hat tatsächlich geklappt. Meine Güte. Okay. Gut, dann können wir hier weitermachen in der Zitadelle mit dem Heldenhaften. Und man sieht hier sehr schön der Kopf des Juggernauts aufgespießt. Banditen, Briganten, dunkle Ritter. Mit anderen Worten, alles, was viel Rüstung hat. Daher fangen wir doch einfach mal so an. Magic. Charge! For honor and glory! For the king! Okay. Want some? Get some! Freedom! So, bitte jetzt nicht die Ritter töten, die brauche ich. Brauche ich definitiv. I put a spell on you. Ach, komm schon. I put a spell on you. Freedom! Oh nee. Might and magic. Like a charm. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Okay. Nee, 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 nee. I put a spell on you. Like a charm. Like a charm. Might and magic. Charge! So, müssen wir so. Like a charm. Okay, sehr schön. For honor and glory. Moment mal, echt jetzt? So, wenn wir euch direkt loswerden können, dann habe ich auf jeden Fall keine Probleme mit den Gargoyles. Nope, keine Probleme, okay. Like a charm. Du noch einmal Level up. Ja, ich glaube, ich habe es ja beim letzten Mal schon erwähnt. Wenn man auf Flieger vorbereitet ist, dann sind die absolut keine Bedrohung. Ah!
Freedom! Oh, yeah. Bisschen viele. I put a spell on you, might and magic. Freedom! Like a charm. I put a spell on you. For honor and glory for the king! Have that day! For honor and glory for the king! Have that day! Like a charm! Freedom! Okay. I put a spell on you. Also gut, meine Verstärkung ist zwar ganz getrost verreckt, bis auf Sir Kristen. Aber es sieht doch tatsächlich ganz gut aus bisher. Und jetzt kommen natürlich Wölfe, die immun gegen Magie sind. Oder nicht immun, aber zumindest mal deutlich resistent. Scheiße. Freedom! Bullseye! Mist. Okay, einen Versuch mache ich noch und dann muss ich die Episode beenden, sonst wird das wieder zu lang. I put a spell on you. Like a charm. Might and magic. Bullseye! So. Dodge this! I put a spell on you. Archers ready? Freedom! Bisschen zurückhalten. Might and magic. Sorgt bitte einfach dafür, dass meine ritterliche Verstärkung nicht gleich stirbt. Okay. So, dann euch mal ein bisschen zurückhalten. Dann direkt das hier rein. Sehr schön. Okay. Sieht bis jetzt ganz gut unter Kontrolle aus. Like a charm. Sofern die jetzt nicht wieder meinen, sie müssen permanent overdamagen. I put a spell on you. Freedom! Bullseye! Ach, wenn das mal kein Fehler war. I see. Freedom!
Okay. Einmal Gift haben wir jetzt auf jeden Fall. Freedom! Okay, die mit denen werdet ihr da unten fertig, oder? Might and Magic. Freedom! Sind mir ein bisschen viele von diesen Marodeuren da oben. Like a charm. Might and magic. Freedom! Like a charm. For honor and glory! Okay. Das hier mal bitte. Dann kriegst du auch noch Gift. Und dann dürfte mein nächster Schritt darin bestehen, den Zorn des Waldes zu verteilen. Okay. Sieht doch bis jetzt noch ganz gut aus. Spell on you. Okay, kommt dann wieder runter. For the King! Freedom! Born to be wild. So, jetzt bitte mal das hier für Maximum Crowd Control. Hier einmal richtig schön reinrotzen. Born to be wild. Have at thee! Freedom! Born to be wild. Ach, das war Verschwendung. Mist. Das ist bei der letzten Welle, meine Güte. Freedom! Dodge mit! Archers ready! Ich merke gerade, dass ich enorm leise bin in den letzten Minuten, aber muss mich gerade konzentrieren. Like a charm. For honor and glory. Freedom.
So, machen wir das Gift mal ein bisschen stärker. Das ist mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr wirklich notwendig. Okay, mit dem einen da oben solltet ihr fertig werden. Ach du meine Güte. Da sieht man mal, wie viel ein einzelner schwarzer Ritter aushält. Meine Güte. Man merkt schon, wirklich. Ohne Magieschaden halten die viel zu viel aus. Das ist ja mal lachhaft. Okay, aber wir haben es tatsächlich geschafft. Hätte ich nicht erwartet. Aber an dieser Stelle mache ich dann mal wieder einen Cut. Das war's für heute mit Kingdom Rush. Beim nächsten Mal würde ich sagen, machen wir tatsächlich mit der Story ein bisschen weiter. Aber wir sehen uns dann. Bis dahin. Tschüss.